Moin Moin und zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Wir sind immer noch hier am Questen mit den Neonnächten. Und irgendwo hier soll dieser Club sein. Da müssen wir rein. Ich gucke aber noch mal kurz in die Quests rein. Der Rave, das war das genau. Geheime Zugangskarte. Ist natürlich noch die Frage, wo die ist. Ja, da dürfen die Normalos sitzen. Da könnte ich mich jetzt hinsetzen. Aber ich habe ja tatsächlich zu tun. Ah, genau. Da waren wir schon drin. Was ich mich jetzt natürlich frage, ich folge jetzt erstmal nur dem Zeichen hier für den Nebenquest. Hier geht's auch wieder hoch. Swobodibier. Also ich könnte mich da hoch teleportieren, könnte da irgendwo dran. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das will und brauche. Das scheint hier irgendwo zu sein. Okay. Es ist aber keine Sperrzone. Ah, und wir kommen hier auch irgendwie. Ist das hier drin? Ja, ja, das scheint hier zu sein. Aber die haben das komplett abgedichtet. Da kommt kein Schwein rein. Ist wahrscheinlich auch so gewollt. A wrench is a tool, not a human being. Was mich halt wundert ist, dass der Rave scheinbar in dem Gebäude hier ist. Aber der Quest hierher führt. Rave Party Zugangskarte. Vielleicht. Ja, aber da höre ich die Mucke auch. Wir kommen aber hier so nicht rein. Ah, das ist nur ein Ventilator. Blöde ist jetzt, ich meine, ich kann ja hier rummachen, ja, aber ich bräuchte diese Zugangskarte. Das ist schon ein wenig komisch. Oh. Nee, das sieht nicht ganz so schön aus. Vor allem führt uns das wieder hier hoch. Nee, und ich sehe auch gerade nicht, wie uns das hier unten was bringt, um ehrlich zu sein. Denn wir haben noch keine Augmentierung für den Kram hier. Darunter will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das eine Rad ist bei dem, was hier alles. Und da sind vor allem sind die Dinger undicht. Das bringt mir gerade gar nichts. Wow, ja, und hier tut's schon weh. Würde ich auch sagen an der Stelle. Gut, man kann hier rein, wir können aber nicht. Wir können da nicht richtig rüber. Also ich versuche das jetzt einmal. Ich habe aber irgendwie. Beschleicht mich das Gefühl, dass wir hier irgendwie falsch sind. Weiß nicht, ob das richtig ist, aber. Was? Ach, ich komme auch. Na, ich komme da nicht hoch? Ich will noch einmal versuchen, ob wir hier rüberkommen. Das Problem ist jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch einen Weg rein gibt. Auf der anderen Seite wird das so
krass erwähnt mit dieser Zugangskarte in der Questbeschreibung, dass mich das ehrlich gesagt schon stutzig macht. Ja, und da unten können wir auch gar nicht lang, da ist alles voll. Und da ist auch einfach mal nix. Das führt uns so weit ab vom Schuss irgendwie. Da stimmt doch was nicht. Karte? Warte mal. Müssen wir da später hin? Denn ihr seht, dass da was ist, was zwar das Icon hat von unserem Nebenquest, aber das ist noch nicht wirklich aktiviert. Wenn wir jetzt das hier sehen, das sieht irgendwie anders aus. Heißt das, dass ich da noch nicht hin soll? Fragezeichen. Ich bin völlig verwirrt. Also das ist auch eine komplett andere Richtung. Der Rave Club, der ist irgendwie hier. Das ist komplett seltsam, ist das gerade. Ich kann mir... Ich kann mir das nicht vorstellen. Irgendwas ist hier auch. Irgendwas, was ich aber nicht sehe. Sind die feindlich? Best place to be is under the city, my friend. Homeless, whores, druggies, even orgs end up here. Better than go in city. Das ist total weird. Oh, und hier können wir gar nicht rein. Hä? Okay, das scheint was anderes zu sein. Das macht für mich gerade komplett keinen Sinn, hier rumzugehen. Da sind Laser. Ich glaube, dass ich hier gerade irgendwie völlig falsch bin und was ganz anderes tue als das. Was ich tun sollte. Like I'm always telling you, people in all countries are more genuine. They treat each other with respect. Was zum... If a man has something to say, he says it to your face. Politely. That is what... Go away, Clegg. We're closed. Oh, he is not here to gamble, Vano. Are you? You're Otar? I am Mr. Botkovelli, yes. And who are you? I'm here on behalf of a concerned third party. Oh, hear that, Vano. Our guest is a very private person. Jafuk. I found it pays to be cautious when you don't know exactly who you're dealing with. That is true. But sometimes it can create problems which could have been avoided had they been more forthcoming. If neither man is willing to compromise, they cannot reach a satisfactory understanding. I would like to avoid any misunderstandings. So in this case, since you already know my name, no doubt there are other things about me. I think you owe me the same courtesy. Ich bin verwirrt. Ich glaube, wir sind hier bei einem völlig anderen Quest. Ich
ich würde jetzt eigentlich noch mal gerne gucken, ob ich das irgendwie, kann ich das noch mal laden? Ich will nämlich zumindest mal schauen, bevor ich jetzt da irgendwas mache, was das überhaupt für ein Quest ist. Weil das wird mir doch bestimmt auch angezeigt, was ich da jetzt eigentlich... zu was das gehört. Oder bin ich jetzt doof? Schon wieder? Immer noch? Keine Ahnung. Weil ich glaube, der Name sagt mir was. War das das mit dem Kalibrator? Fragezeichen? Der Name sagt mir auf alle Fälle was. So, jetzt lass mich mal gucken. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Hier sehe ich das, warte mal. Das ist... ist das ein anderer Quest oder gehört der dazu? Ota. Oder Otka? Ota? Ich finde das scheiße, dass wenn man hier zum Beispiel auf die Quest-Items klickt, dass man das nicht mit angezeigt bekommt, welcher Quest das dann jetzt ist. Also früher war das, glaube ich, immer, wenn man drüber gefahren ist mit der Maus. Das ist aber... SM03 haben wir. Ach, guck mal da, okay. Allerdings ist der Kalibrator im Besitz eines Dwali-Gangsters namens Ota. Dann hieß der jetzt eben Ota. Ich habe Otka verstanden, aber... laut Koller finde ich Ota Botkovelli in seinem unterirdischen Casino im Sisterviertel. Warte mal. Yo, jetzt haben wir den eingeloggt und jetzt ist der nämlich hier hervorgehoben und der ist abgeblasst. Yo, okay. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen weird. Muss ich gestehen, denn ich kenne das tatsächlich aus dem früheren Deus Ex, so glaube ich mich zu erinnern, dass wenn man da drüber ist, dass man gesehen hat, also dass man nochmal den Namen von der Mission gesehen hat und gesehen hat, was man da eigentlich treibt. Ja, okay, eigentlich wollte ich ja jetzt die Neonächte weitermachen, aber wenn wir gerade dabei sind, jo, dann gehen wir das mal an. Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier bei Ota weiterkommen mit Gesprächsoptionen. Wenn nicht, müsste ich auch hier nochmal ein bisschen weiter mich unterirdisch umgucken, ob wir da irgendwie drankommen müssen, also an ihm vorbei. You're Ota? I am Mr. Botkovelli, yes. Ja, öfter mal zuhören würde auch helfen. I'm here on behalf of a concerned third party. Hear that, my lord. Our guest is a very private person. I found it pays to be cautious when you don't know exactly what you're dealing with. That is true. But sometimes it can create problems which could have been avoided had they been more... Hat er ein Problem mit seinen Händen? Neither man is willing to compromise. They cannot reach a settlement. Ha. Schade. Also ich kann das jetzt nicht skippen. I would like to avoid any misunderstandings. Früher konnte man zumindest, glaube ich, Gespräche skippen, die man schon mal gehört hat. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob das bei Human Revolution für alle Fälle galt oder für nicht unbedingt so wichtige Gespräche. Demnach ist das hier anscheinend wichtig oder es geht einfach nicht. Ich bin bei Interpol, aber ich will keinen Ärger machen. Organisiertes Verbrechen ist nicht mein Ressort. Ich soll die Lieferung abholen, die sie Vaclav Kolla vorenthalten. Ich weiß, dass sie ein intelligenter Mann sind und bezweifle, dass es etwas über mich gibt, das sie noch nicht wissen. Ich bin natürlich wegen blablabla hier. Er wartet auf eine Lieferung. Ist bestimmt nur ein Missverständnis. Am ehesten bin ich wohl ein Problemlöser und ein Freund von Kolla. Er sagt, sie haben eine Lieferung für ihn und die möchte ich abholen als... Nee, dieses Freund-Freundschaftsdienst, das ist mir eigentlich schon zu
Erstens stimmt das, glaube ich, nicht. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt mit Collar befreundet. Zweitens, ich glaube, dass man sich damit zu arg auf eine Seite schlägt. Also wenn ich da jetzt mit einem versuche zu verhandeln auf gleicher Augenhöhe und ich komme dann als Freund mit einem Freundschaftsdienst und überhaupt... Ich weiß nicht, ob das so klug ist, hier schon Seiten zu beziehen. Kompliment. Gerade heraus. Boah. Das wäre jetzt natürlich mit dem Social-Augmentierungsdingens einfacher. Hm. Ich meine, im Prinzip sagen wir hier das Gleiche. Wir sind bei Interpol. Es gibt nichts, das sie vermutlich nicht wissen. Über mich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der was über uns weiß. Was mich da allerdings jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, wir werden es vermutlich nochmal mit Speichern neuladen machen müssen. Was mich beim Kompliment stört, ist... Ich weiß nicht, ob ich den so vollsülzen will mit intelligenter Mann und Pipapo und überhaupt. Und mit dem Missverständnis weiß ich auch nicht. Ich weiß ja noch nicht, was er zu der Seite sagt. Ich versuch's mal gerade heraus. Ich bin nicht sicher. Wie gesagt, es kann sein, dass wir hier ein paar Mal... I'm with Interpol. ...laden müssen. But I'm not here to cause any trouble. Organized crime is someone else's department. I'm here to pick up the shipment you're withholding from Vaclav Kolner. Vano, look. The only honest policeman in Prague. Kolner must want this item very much to send someone like you. But I will tell you, I told Kolner. No, you cannot have the calibrator and you can die. Dealing with odds is a bad business. A point which some people in this organization have yet to understand. Okay, also da scheint es ein Problem zu geben für ihn mit den Augmentierten. Das ist ein schlechtes Geschäft. Aber der ist ziemlich... Also ich sag mal, er ist ziemlich direkt, aber es ist jetzt keiner, der irgendwie... Ja, der redet nicht drumrum, ist aber relativ neutral und sachlich. Verstehe, Sie haben... Na, warte mal, fang mal hier an. Collar hat mich geschickt, ich bin freiwillig hier. Er hat mich nicht geschickt. Ich bin freiwillig hier, nachdem er mir seine Lage erklärt hatte. Er klang, als bräuchte er Hilfe, aber eigentlich mache ich das für mich. Ich brauche Reparaturen und dafür braucht Collar den Kalibrator. Ist eigentlich gar nicht so falsch. Es stimmt ja, wir brauchen das Ding, damit wir bei uns das mit den Augmentierungen noch ein bisschen auf die Reihe kriegen. Überhitzung und so. Verstehe, Sie haben Prinzipien. Ein Geschäftsmann, dem seine Organisation am Herzen liegt. Aber mein Besuch hat noch einen anderen Grund. Ich weiß nicht. Das ist wieder so ein... Den Anfang finde ich gut. Verstehe Prinzipien Geschäftsmann. Und dann fängt es an, so emotional zu werden. Am Herzen. Ein Freund. Ein Geschäft. Freund in der Not helfen. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob ich mich da mit dem so auf Augenhöhe befinde. Ausweichen. Ich dachte, beim Geschäft hält die Dwali-Organisation sich gern alle Optionen offen. Ich tendiere fast wieder zu gerade heraus oder ausweichen. Das mit dem Kompliment ist mir für einen Mann, der mir so begegnet, zu viel Gesülze, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Wie gesagt, wenn wir jetzt so einen Social Enhancer hätten, würde das besser funktionieren. Der Typ da hat übrigens viele Tattoos. Ziemlich, ziemlich viele. Ich finde so Tattoos unter den... Gesundheit! Ich finde so Tattoos unter den Augen ziemlich bescheuert. Ich weiß nicht mit den Optionen. Optionen gerade heraus, Optionen gerade heraus. Ich versuch's nochmal hier, wenn das nicht zu einem guten Ende führt oder der uns hier, weiß ich nicht, Knüppel über den Kopf haut. Warte mal, trägt der Typ hier nebendran eine Knarre, die er nicht trägt? Also seht ihr auch diese Knarrenhaltung, aber ohne Knarre in seinen Händen? WTF, was zum... Was? Das sieht weird aus, Junge, da übst du gerade. Na gut, ich gehe mal für gerade heraus. Wenn das nix wird, dann ist es eben die Option ausweichen gewesen, schätze ich mal. Bei dem hier bin ich mir eigentlich fast sicher, dass das für den nicht die richtige Option ist. Kolar didn't send me. I volunteered after he explained the situation. Sounded like you can use a little help.
The truth is, though, I'm doing this for me. I need some repairs done, and Kohler needs the calibrator to do them. You believe this, my lord? Such commitment to honesty. But now I wonder about your commitment to other people. But tell me, Mr. French, how far are you willing to go to help out the friend in need? Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Wie weit gehen wir, um einen Freund in Not zu helfen? Und er hat Mr. Friendship gesagt. Was ich jetzt eher erwartet hätte, hätten wir die Komplimentantwort benutzt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie er auf Friendship kommt. Wir hatten es ja gar nicht so auf der Freundschaftsschiene. Aber ja, der Typ steht immer noch hier und hat keine Knarre. Kann ich jetzt eigentlich Ota verprügeln und du versuchst mich dann mit einer imaginären Knarre zu erschießen? Ja, das Blöde ist der Typ da links neben Ota weiter hinten. Der hat eine echte Knarre. Hat vielleicht nicht für alle gereicht. Wenn jemand meine Hilfe braucht, kriegt er sie, so gut ich kann. Ich sage ihnen was, sie haben offensichtlich Erfahrung in solchen Dingen, also folge ich ihnen gerne. Ach so, bittet der uns gerade um Hilfe? So klingt das. Also ja, Ota hat Erfahrung, folge ich ihm gerne, ist schon wieder so unterwürfig, ich weiß nicht. Das kommt auf die Situation an, meinen sie nicht. It would depend on the situation, don't you think? I think maybe you're too cautious. Still, caution can be virtue, isn't it, right, Marco? So, perhaps we should see. It is like I am always telling him you can get a lot accomplished just by having a conversation. I will let you have the calibrator. Thanks. And what's it gonna cost me? Listen to the man, Marco. Even when he gets what he wants, he does not trust it. What shall we do with such a man? What will it cost? A favor. Mm-hmm. What kind of favor? Don't worry. I will let you know in due time. It won't be too painful. Not for you. What do you say? Do we have a deal, Mr.? Ja, unser Namen kennt er offensichtlich noch nicht. Ablehnen will ich jetzt eigentlich nicht, denn wir sind, glaube ich, nah dran. Er hat gemeint, er will uns den Kalibrator geben. Allerdings eben für ein kleines Favor. Ich nehme es mal an. Jensen, we have a deal. Excellent. Upstairs in my office, you'll find Kohler's Calibrator. I will be in touch. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, die Ehre vereint uns. Huiuiui, okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich speichere das mal ab. Ich wollte ja wirklich, wie gesagt, eigentlich den Quest mit den Neonächten weiterführen. Und dann stolpern wir hier eigentlich in den Kalibrator, den wir auch noch. Oh la la. None of my business. Naja, wenn ich recht hingucke. Nee. Oh. You won, Mr. Bob. Was hast du da auf deinem Arm stehen? Lied von Miley Cyrus? Justin Bieber? Ich hoffe, du bist so ein Metal-Typ, wie du aussiehst, weil das wäre dann ziemlich peinlich. Aber krass, also ich bin ein bisschen geflasht jetzt wieder, wie das Spiel es schafft, wenn ich eigentlich ganz andere Sachen hier machen will. Kriegen die nicht kalt in den Klamotten? Naja, wie ich ganz andere Sachen machen will und dann bei irgendwas lande, mit dem ich völlig nicht gerechnet habe. Vano Setekauri an Igor. Igor, die Installation ist abgeschlossen. Alles scheint bestens zu funktionieren. Jetzt dürfte es einfacher sein, Falschspieler zu schnappen. Außerdem habe ich das Anmeldungspasswort in Odorminator geändert. Was zum Teufel? Die Jungs haben doch irgendwie leichten Sockenschuss. Okay, so kühlt ihr eure Getränke? Zeitung hatten wir die schon? Ja, okay, die hatten wir schon. Die ändern sich hier irgendwie nicht so. Hast du nicht gesehen, ne? Ah, na, der
Der hat aber wirklich ein Problem mit den Händen, oder? Der macht so komische Handbewegungen. Und er sieht auch echt aus wie so ein Edelgangster hier mit seinem Aufzug und der Kette. Wo ist denn jetzt der Typ mit dieser Fake-Narre? Moving. Hä? Welcher war das denn? Du, oder? Jetzt hat er wieder eine Knarre. Okay, irgendeiner war hier und hatte eine Knarre. Lalala. Und dann irgendwie doch nicht. Okay, im Büro sollen wir den Kalibrator finden. Oh, Billard. Spielt jemand mit? Machst du hier die Musik? Lalala. Ich finde das ein bisschen fies, dass man sich hier einfach Zeug einstecken kann und kein Schwein interessiert's. That is the way of the world. Ja, so hätte ich mir das jetzt auch erklärt. Ist aber geil. Also wenn du so Leute engagierst, dann... Sorry, Mann, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Boah, einfach... Einfach mal alles eingesteckt. Wir könnten uns hier durchboxen, aber wir haben ja die Erlaubnis, ins Büro zu gehen. Das wäre dann nur... Krebs für die Ohren und vergeudete Energie. E-Book. Familienwerte. Da geht's um die Dwalis. Ich guck, dass ich mir das bei Zeiten auch nochmal durchlese. Das ist ja nicht falsch. Da kommen wir, glaube ich, wieder raus. Oh, oh, nee, da ist die Toilette. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich gehe, glaube ich, die Sachen dann einfach noch ab. Allein für die XP durch die... Wow, machst du mir Angst. Wow. Mann, da kriege ich auch echt wieder Bock auf Texas Hold'em zu spielen. Ich habe ja echt einen Pokerkoffer zu Hause und alles, aber es ist kein Schwein da, dass das mit mir zusammen spielen will. Von Ota an Ivan. Der Gascode ist immer noch 1368. Welchen Teil von ändere alle Passwörter hast du nicht verstanden, du Schwachkopf? Das würde ich mich auch fragen, wenn ich eher wäre. Ja, wo ist denn jetzt hier dieser Dreckskalibrator? Oh, Blacklist, da ist Cola dabei. Was hast du denn angestellt, Junge? Ja, der Kalibrator ist hier, hat er uns gesagt, aber müssen wir jetzt trotzdem deinen Safe knacken oder was? Hä? Das ist doch blöd. Oh. Ja, Inventar voll. Wunderbar. Das ist weird. Class Absinthe. Hey, kannst du mir helfen? Ich will den Dreckskalibrator. Code-Datenbank, Otaminator. Ich gehe die Wege jetzt einfach mal durch. Aha, da ist auch noch was. Aktentasche. Hypostim. Ist das lustig? Okay. Da öffnen sich ja Dinge. Naja. Ja, dann kommen wir hier wieder raus. Ja, aber was soll das denn jetzt? Wie kommen wir denn an dein... Upstairs, ja, da bin ich doch hin. Was wird denn das jetzt hier? Muss ich mich jetzt auch noch selber bei dir in den Rechner hacken oder deinen Safe knacken? Ist das dein Ernst? Ja, scheinbar. Okay, die Wege haben wir hier alle. Dann muss ich mir da selber die Mühe machen. Das ist ja... Ja. Ich habe gesagt zu. Oh. Findet er jetzt nicht so pralle? Ich bin mir nicht sicher. Soll ich mich da reinhacken?
What if I get some disease? Ja, ganz scheinbar ist das wohl so. Ich bin verwirrt. Ach komm. Stop it. Was? We did good work here. Hä? Ja, okay, dann soll ich nicht an deinen Safe? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Der sagt, der Kalibrator ist upstairs, da wo wir jetzt sind. Wo soll denn das Ding sein? Ich habe das nicht gesehen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Vielleicht habe ich den auch aufgehoben jetzt und habe es nicht gemerkt, aber wenn der Kalibrator im Safe ist, dann muss ich den eigentlich da mitnehmen. One way to catch a rat is to set traps. Turning now to Prague, a city still reeling in the wake of a devastating terror attack. Dozens were killed and hundreds more injured yesterday. Ich bin doch dämlich. Yo. Man muss nur mal richtig hingucken. Alright, Connor. I've got your neuroplasticity calibrator. That's great! I'm gonna pencil you in for that optimization procedure. Just as soon as I'm done with this house call. What house call? I got this other client, you know, doesn't like to be kept waiting. Neither do I, Connor. Call me when you're ready. Ist das geil oder ist das geil? Ich fasse es nicht. Manchmal fasse ich es einfach nicht. In the tunnels. Ja, jetzt haben wir hier tatsächlich den Kalibrator an uns gebracht. Das Einzige, was ich jetzt... okay, da waren wir schon. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist... Kann ich den Typen hier... What's that smell? Kann ich den irgendwie down nehmen? Oder bin ich schnell genug? Ich bezweifle das. Ich beeile mich jetzt trotzdem einfach mal. Hab nichts gemacht. Okay, wir haben den Safe offen. Wenn der hier nochmal den Abgang macht, würde ich mir den Safe gerne angucken noch. Dann würde ich fast sagen, werde ich auf dem Rückweg hier rausgehen. Ich glaube, das mache ich dann einfach offscreen. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal so wichtig ist. Es sei denn, ich entdecke irgendwas, dann bin ich natürlich wieder da. You should have known better. Ja, das denke ich mir auch. Dann ist da nur Revolvermunition drin. Ja. Geil. Geil, doch, läuft. Das will ich mir jetzt halt auch angucken. Ist so. Komm. Abmelden kurz. Ich will nämlich nicht, dass der jetzt hier reinkommt und mich dabei sieht, unbedingt. Noch geht's. Я говорил, наружу только насквозь. Ja? Check the schedule. Ich muss keine Schedule checken, denn ich glaube, wir können zumindest die Sachen... Genau, das sind die Sachen, die wir hier drin hatten. Ich habe einige Jungs einteilen unsere Ware hier ins Lager bringen lassen. Code für die Tür ändern.
Okay. Tresor, ja, das hatten wir auch. Mr. Botkovelli knows everything that is going on. Mr. Botkovelli hat auch einen ziemlich seltsamen Geschmack. Wobei, gut, die geht. Die kann man irgendwie noch lasten, die zwei... Ich weiß nicht. Ich will einfach hier die noch mitnehmen. Okay. Und dann würde ich sagen, haben wir es hier soweit eigentlich. Cool, dann haben wir uns jetzt tatsächlich den Kalibrator geschnappt, was eigentlich nicht so geplant war, aber irgendwie trotzdem cool. Nett. Doch, nett, kann man so sagen. Lol, da bin ich jetzt echt, völlig verwirrt. Okay, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oben. Und ich gucke einfach mal, wie ich das mache mit der Zugangskarte. Irgendwie müssen wir das ja auch noch rauskriegen. Jo, dann würde ich sagen, bis dann.